Diese Brüderlichkeit müssen wir beleben, meine lieben Geschwister im Islam. Wir dürfen sie nicht als klein schätzen, wir dürfen sie nicht unterschätzen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ihr kommt niemals ins Paradies, bis ihr gläubig seid. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Und ihr werdet niemals gläubig sein, bis ihr euch einander liebt. Keiner kann sich gläubig nennen, der nicht seinen Bruder liebt, der nicht die Muslime liebt und für sie das Beste liebt. Das ist kein Gläubiger. Er ist Muslim vielleicht, ja, aber er ist kein Gläubiger, ein Mu'min. Gläubiger ist derjenige, der die Muslime liebt und für sie das Beste liebt und für sie das Schlechte verabscheut. Genauso dein Bruder. Du musst für ihn das Beste lieben und für ihn das Schlechte verabscheuen. Das ist Al-Iman. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Soll ich euch nicht etwas zeigen, womit ihr Liebe zueinander bekommt? Afshu salama bainakum. Er sagt: Verbreitet den Salam zwischen euch. Der Salam, hiermit sind zwei Dinge gemeint. Einmal das Assalamu alaikum sagen und einmal den Frieden verbreiten. Einmal den Gruß verbreiten und einmal den Frieden verbreiten. Dass du deine Zunge und deine Hand vor den Muslimen schützt. Dass du dein Übel vor deinem Bruder zurückhältst. Und nicht, dass du wie ein hungriger Löwe bist, ja, der, wenn er irgendwo Fleisch sieht, direkt zupackt. Ja, du bist die ganze Zeit nett und lieb, aber sobald dich jemand einfach nur so ein bisschen piekst von den Brüdern, flippst du aus, beleidigst du, schlägst du, schreist du. Das gehört nicht zur Brüderlichkeit, meine lieben Geschwister im Islam. Weil oft ist das so, dass wir sagen, ihr Brüder, 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 aber wenn es darauf ankommt, dann stechen wir uns gegenseitig ein Messer in den Rücken. Und das zeigt, dass man nicht gläubig ist. Man ist Muslim, ja. Aber man ist nicht gläubig. Man hat nicht diese Stufe erreicht. Rasulullah sagt, keiner von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selber liebt. Liebst du für dich selber die Rechtleitung? Liebst du für dich selber den Iman? Liebst du für dich selber die Sicherheit? Liebst du für dich selber das Gute? Verabscheust du für dich selber den Kuffer? Verabscheust du für dich selber die Sünden? Verabscheust du für dich selber das Schlechte, dann musst du das genauso bei deinem Bruder haben.